Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Final Fantasy XII, The Zodiac Age. Hier ist der Phönix. Ja, wir sind das letzte Mal hier in den Barheim-Tunneln stehen geblieben und gehen nun weiter. Müsste eigentlich bald vorbei sein, soweit ich weiß. Also lang kann es nicht mehr sein. Ah, da geht schon die nächste Sequenz. Oder was auch immer wir da betätigen müssen. Ah, okay, und hier seht ihr schon, was ich im letzten Part mal gemeint hatte. Mimics. Ja, sich als Truhen verkleiden und uns dann angreifen. Wow, Bash ist ganz schön stark. Oh, da hinten ist ein Batterien-Mimic. Schnell! Wie war das nochmal? Schnell fortlaufen. Zack. Oh, ich freue mich schon, wenn wir das Gambit-System richtig eingestellt haben und alles, gell? Also die Ausrüstung und alles weitere. Das wird so gut. Dann können unsere Charaktere auch mal richtig Schaden austeilen. Und wir sind auch bald an der Stelle, wo ich gemeint hatte, ein Magazin Zwiebelkugeln. Wie nett. An der ich gemeint hatte, dass wir sehr, sehr gut leveln können. Und ab da nehmen wir Fahrt auf. Und ich muss ehrlich sagen, ab da wird es auch kein Problem mehr. Also vorerst. Weil da kann man schon mit relativ wenig Anstrengung ziemlich hoch leveln. Naja, gut. Aber bis dahin müssen wir erstmal kommen. Ich denke mal, das dauert noch ein, zwei Parts. So, gucken wir erstmal. Na komm. Nochmal gehen wir hier nicht drauf. Okay. Mini-Spider. Zählt das eigentlich mit zur Serie? Ja, das zählt mit zur Serie. Sehr schön. Macht also keinen Unterschied, ob wir die Großen oder die Kleinen töten. Schätze, soweit ich weiß, gab es hier einige. Und auch relativ gute. Müssen wir mal gucken. Ah, Batterie-Mimik. Erstmal die Kleine hier. Zack. Ja. Jetzt haben wir uns den Scherz. Ja, ist ziemlich lang die Tunnel hier, ne? Oh, wieder eine Kröte. Okay. Ein bisschen Abwechslung muss sein, ne? Mal andere Kröten. Ja, komm. Ja, ist egal, ob die Serie jetzt kaputt ist. Sind sowieso momentan nicht auf wertvolle Gegenstände einzelner Monster aus, von daher macht das nichts. Naja, gut. Und noch ein Schatz. Einen Sakura-Stock erhalten. Okay, den hatte ich beim letzten Mal nicht bekommen. Bin schon gespannt. Klingt wie ein Weißmagier-Stab, ne? Müssen wir mal gucken. Oh, TP erhöht. Ah, egal, kriegen wir trotzdem nicht. Zack. Ein Horn erhalten. Ein Horn. Okay. Interessante Schätzchen gibt es hier. Ja, hier sieht man, das hätte ich beim letzten Mal beinahe verpasst. Auf der Karte scheint so, als wenn wir hier nicht weitergehen könnten, aber man kann durch dieses leichte Wasser doch weiter. Für alle Leute, die sich davor zurückschrecken oder denken, ja, hier geht es nicht weiter und suchen einen anderen Weg. Naja, es funktioniert. So, gucken wir mal gerade nach dem Sakura-Stock oder was das war. Wichtiges, ja. Schätze, brauchen wir nicht nachgucken. Fertigkeiten, ja, Items. Ich gucke mir gerade gerne nochmal alles an, was wir soweit haben, um drin zu bleiben. Sakura Stock. Nötige Lizenz, Stocklizenz 2. Ich denke mal, es ist... Oh, Route. Das sieht eigentlich eher wie eine Weißmagier-Route aus, ne? Also Route eher und dann der Stock, keine Ahnung, für die Schwarzmagier. Ich weiß es nicht genau. Schwarzmagier hatte ich in dem hier Bild, glaube ich, keinen geholt. Ach doch, ich selbst bin sogar einer. Oh, haben wir wieder viele Lizenzpunkte. Aber die verteilen wir erst später. Ja. Dann werden wir auch stark. Weil ich liebe es, wenn man die ganze Zeit sich total kränklich und schwäch voran bewegt. Und dann auf einmal den mega krassen Umschwung macht und alle Gegner nur noch so klein netzelt. Ah. Ah, das gibt mir Spielmotivation. Ich liebe es generell, mir in Spielen so einen richtigen OP-Charakter zu bauen. Da werden die meisten Leute sagen, ja, das macht das Spiel doch viel zu leicht, dann das macht doch keinen Spaß mehr. Nee. Nee, mir macht es schon Spaß zu sehen, wie mein Charakter einfach nur alles kaputt schnetzelt. Das gefällt mir schon. Ich sehe gerne Erfolge. So, ein Pauschen erhalten. Aha. Na, das sieht ja schon nach dem Ende aus. Speicherkristall.
Ah, ich glaube, ich weiß, was uns jetzt erwartet. Ah, nur brauchen wir gerade nicht speichern. Das speichert ja automatisch zwischendurch, wenn wir die Gebiete wechseln. So. Eine Spittenkönigin, ist die nicht wunderschön? Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe die gar nicht gebunden in Erinnerung. Oh gut. Ja, schauen wir einfach mal, wie das mit dem Fortlaufen funktioniert, ob unsere Charaktere das hinbekommen. Im Notfall greifen wir ein. Oh, super aufgestiegen. Nett. Ja, brauchen wir hier eigentlich Batterieleistung bei dem Kampf? Brauchen dann auch so mumienmäßig welche auf? Ja. Ich weiß es nicht. Aber wir greifen einfach mal weiter an. Nochmal Spezialattacke. Egal, wir leben weiter. Das, oh, das wird aber knapp. Ah, noch eine Spezialattacke. Okay. Das könnte eng werden. Bleibt an! To think Dalmascan air could taste so sweet. Where are we? The Ester Sand, by the look of it. Let's back to Ravenasta before we shrivel up. By your leave, Captain. Yes, the hour of my return is already over late. The people may hate me, but that does not free me of my charge. Hier befinden wir uns momentan. Und wo geht's rüber nach Dalmasca? Gibt keine Beschriftung dazu. Okay, wir sind in der Ostwüste, also denke ich mal, dass wir nach Westen müssen. Ja. Ja, Friend, heil erstmal alle. Gibt's hier. Ah, Speicherkristall, sehr schön. Ja. Yeah. So mag ich das. So, schnell fortlaufen, erstmal aus. Und jetzt können wir, meine ich, auch. Nee. Okay, dann machen wir erstmal weiter. Es gab einen riesen Knall und dann wurde der Zugang zu den Tunneln verschüttelt. Unser Boss ist da wahrscheinlich immer noch drin. Es gibt zwar einen weiteren Eingang, aber den Schlüssel dazu hat auch unser Boss. Das ist natürlich doof, ne, Freunde? So. Gucken wir mal, dass wir irgendwie nach Dalmasca zurückfinden. Oder Ravenasta. Wir sind ja quasi in Dalmasca, so heißt das Königreich, soweit ich weiß. Au, ein Schatz. Ja. Ein guter Freund von mir meinte beim letzten Mal, dass, also als ich hier das letzte Mal war, dass es bestimmte Monster gibt, die ziemlich selten auftauchen, die man allerdings besiegen muss, damit sie in den Eintrag kommen, also in die Mobliste. Und für die Vollständigkeit, also für die Platin-Trophäe beispielsweise, müsste man halt alle besiegt haben. Und ja, hier ist mir letztens einer begegnet, und zwar von diesen komischen Kugelfischern. Da genau, von denen meine ich. So ein Cockatrice. So ein Neckbett oder wie es hieß. Mal gucken, vielleicht finden wir es ja jetzt auch wieder. So, was bist du? Das haben wir gar nicht erst lesen können. Allerdings denke ich nicht, dass es ein Neckbett war, denn Neckbett ist etwas stärker als die gewöhnlichen. Ja. Wir versuchen natürlich wieder alles von der Karte hier aufzudecken. Das heißt, wir versuchen es, wir machen es. Dürfte ja kein Problem darstellen. Und her! Also wie gesagt, falls euch das mit dem schnellen Fortlaufen stören sollte, ne, einfach erwähnen und ich werde es ausstellen. Aber ich denke mal,
hier in so großen Gebieten, wo eigentlich nichts weiter ist, außer das Monster schnetzeln, kann ich das eigentlich schon machen, oder? Ich denke mal nicht, dass ihr hier wirklich was verpasst, wenn ich das langsamer laufen lasse. So. Ach, da lag noch ein Schatz. Ja, den Wolf müssen wir jetzt nicht besiegen. So. Okay, und noch ein Cockatrice. Oh, das da könnte einer sein, ne? Neckbett. Ja, Tatsache. Das ist so ein Vieh, von dem ich geredet habe. Und man merkt schon, es ist um einiges stärker. So. Machen wir mal Feuer. Ja, Feuer macht definitiv mehr Schaden. Oh, das waren viele Treffer. Ben geht zu Boden. Nein, egal. Das macht man trotzdem ohne Probleme. So. Der hat ja nur Ben angegriffen, also von daher. Zack. Ben wiederbeleben. Und weiter geht's. Okay. Oh, ein Kaktor. Die sind zu süß. Potion. So, Cockatrice. Oh, da hinten ist Strand. Meer, Wasser. Nein, ich möchte, dass sie es tötet. Es sieht böse aus und heißt Killerfisch. Und ich möchte nicht, dass es weitere unschuldige Humans tötet. Aha. Okay. So, gibt es hier noch irgendwas besonderes Schönes zu bieten? Ich muss sagen, von der Welt her ist das Spiel ja schon schön. Generell gefällt es mir eigentlich ziemlich gut. Ich weiß gar nicht, warum ich das auf der PS2 damals nicht zu Ende gespielt habe, ehrlich gesagt. Ich meine, auf der PS2-Version war ich ein bisschen weiter als das hier jetzt. Aber, keine Ahnung. Irgendwie hat es mir dann nicht mehr zugesagt und ich habe es dann einfach gelassen. Naja. So, wo sind wir hier? Wir haben eine Höhle gefunden. Verwitterte Tür. Fest verschlossen. Ah, okay, da kommen wir später wahrscheinlich nochmal dahin. Ja gut, warum nicht? Ah, Leute, ich mag solche Sachen zu erkunden, ne? Und einfach sowas zu finden. Das. Und den Wolfi. Man könnte ja sagen, warum tötest du die ganzen Wölfe? Das macht gar keinen Sinn, ne? Weil die so wenig EP geben. Aber, da jedes, jeder Gegner ja schon ein LP gibt, macht es eigentlich Sinn, jeden Gegner zu töten. Also, lohnt sich schon, ne? So sehe ich das zumindest, weil die LP sind mir teilweise schon wichtiger als die EP. Weil die Lizenzpunkte einfach wahnsinnig viel ausmachen können. Wahnsinnig viel. Okay, wir haben ein kleines Dorf entdeckt. Werter Reisender, willkommen in unserer schönen Siedlung. Genießt das Panorama des einzigartigen Wüstenflusses und rastet etwas bei uns. Jo, jo, jo. Was kommst du? Gibt es hier irgendjemanden, der uns noch eine Karte verkauft oder so? Oh, Teleportkristall. Okay, aber teleportieren werden wir uns hier nicht. Wir haben auch nur 3 Teleportsteine, die möchte ich erstmal noch ein bisschen aufsparen. Ich habe gehört, dass man später noch viel, viel, viel mehr erhält. Aber, ja, erstmal lassen wir das so, ne? So, armer Händler, was hast du? Siehst du den Chocobo da? Der Vogel gehört mir, macht aber nichts als Ärger. Sobald der was Funkelndes in den Schnabel kriegt, vergräbt er es. Als ich neulich mal eine Sekunde unaufmerksam war, hat er glatt meine gesamte Einnahmen verbuddelt. Hab Mitleid und kauf etwas, Junge. Ja, der Chocobo ist echt cool. Die Einnahmen kann man auch in der Wüste finden. Dann findet man teilweise da 3 Gil, 2 Gil und so weiter einfach vergraben. Ziemlich cool. okay. Kaufen wir einfach mal hiervon noch eins und davon noch eins. Dann haben wir nämlich für alles erstmal für jede mögliche Waffengattung dann alles dabei. Dabei meine ich. So, sprechen ist heute wieder nicht so mein Ding, ne? Oh, Eismagie. Schön. Das gönnen wir uns doch, ne? So, was haben wir zu verkaufen? Oh ja, bei Schätze ist einiges. Okay, alles außer Teleportsteine können wir verkaufen. Sehr schön. Das dürfte gleich wieder ein gutes Handelswaren-Sortiment werden. Ja. Achtung, Teleportstein. Ja, da ist wieder einiges dazugekommen, ne?
Oh, ich freue mich schon auf die Levelstelle, Leute. Da werden wir so viel Geld verdienen mit Schätzen. Boah, die Grünsäure gibt aber viel. So, 12.500 haben wir wieder. Das Sortiment an Handelswaren aufgestockt. Zwei Phoenixfedern im super Sonderangebot. Ja, holen wir uns doch mal. Rettungskoffer. Ausgestattet zwei Potions, eine Phoenixfeder. Ja, klingt doch auch ganz gut. Oh, zwei Phoenixfedern waren es sogar. Wann komme ich wohl endlich über diesen Fluss? Ja, das dauert wohl eine Weile. Siedlerjunge. Ja, der Vater von dem Jungen, da kann ich mich noch dran erinnern, ist mit dem Boot darüber gefahren. Ich weiß nicht, vielleicht wird uns das Boot auch später zur Verfügung gestellt und wir können darüber. Who knows, who knows? Ah ja, doch. Man sieht ja hier an dem Strich, dass es so ist. Okay, dann gehen wir nochmal zurück, denn hier können wir erstmal nichts mehr erledigen. Ja. So. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Okay, da unten war die Höhle, die wir gefunden hatten. Die können wir jetzt allerdings noch nicht betreten. Also erstmal die Wolfies töten. Und dann da unten lang. Weh. So, zack. Zack, 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 zack. Ja, Tatsache, da unten geht's noch weiter. Okay, dann mussten wir also von der Ostdüse aus nach Süden. Muss mal was mal drauf kommen. Da hinten lang. Na komm, bitte die Wölfis. So, dann noch ein paar nette Kopfabschweifen. Steht alles auf unserer Liste. Alles kommt bei uns unter das Messer. Okay. Da hinten weiter. Hä? Moment. Ah, Gott. Ja, ohne meine Karte bin ich aufgeschmissen, ne? Okay. Ich meine aber, weit ist es nicht mehr. Gucken wir mal gerade. Boah. Die Wüsten sind so groß, ne? Aber glaubt mir, das hier war noch lange nicht eine der größten Wüsten. Ja, okay, eine der größten Wüsten wahrscheinlich schon. Aber noch nicht die größte Wüste. Und die kommt demnächst auch. Leute. Da haben wir viel zu laufen. Was aber auch kein Problem ist, denn da gibt es auch besondere Monster, sag ich mal. Und viel zu entdecken. Also macht schon Spaß. Wird sich schon lohnen. Und ab da würde ich auch sagen, ist das Spiel richtig in Fahrt. Auch von der Spielweise her, von unseren Charakteren, vom Leveln, vom Lizenzbrett. Ja. Okay, da oben gibt es noch einen Weg, den müssen wir uns merken, den wir gehen können. Da gibt es einen Weg, den haben wir gerade freigemacht. Gibt es unten irgendwas in der Ecke? Ach komm, Kaktor! So, ja, da gibt es tatsächlich einen Weg, aber gehen wir erstmal hier lang. Okay, das hier ist anscheinend so ein Verbindungsstück zwischen dem unteren Teil noch, da waren wir schon. Dandro. Irgendwas sagt mir der Name. Sagt nichts gegen das Camp hier, wenn es auch keine 7-Sterne-Herberge ist. Für viele Reisende ist die rettende Oase in dieser Hitze. Okay, ja, jetzt weiß ich wieder, was das hier war und wer Dandro ist. Bei dem haben wir später nämlich einen Auftrag, den wir erledigen müssen. Aber das kommt noch. So. Nämlich einen von diesen Mob-Aufträgen. Einen ziemlich lustigen Super. Naja, aber gehen wir erstmal weiter. Ich denke mal, die Mob-Aufträge werden wir auch nach der nächsten Hauptmission mal in Angriff nehmen. Weil da können wir dann ein paar erledigen. So, gucken wir mal, wo es hier lang geht. Ach, genau, stimmt. Sehr schön, genau hier wollte ich auch hin. Okay, da kommen wir gerade wahrscheinlich nicht durch. Denn hier gibt es einige Händler, wie man schon sehen kann an der Karte. Und auch ziemlich wichtige Händler. Für etwas, das ich euch dann gleich zeigen möchte. Nämlich das Gambit-System komplett ausgereift. Gut. Hier an der Stelle können wir uns nämlich erstmal schön eindecken. So, was hast du? Hab ein gütiges Herz und kauft etwas. Ich brauche das Geld für die Medizin meiner kranken Tochter. Oh. So. Ist jetzt nichts unbedingt dabei. Ah, okay. Potions können wir eigentlich immer mal gebrauchen.
Machen wir mal 50. So, Phoenix-Federn, wie viel haben wir da? Ja, 14, das reicht. Das reicht definitiv. Ja. Hast du ein bisschen Geld für die Medizin deiner Tochter? So, du bist eine Chocobo-Verleiherin, das brauchen wir gerade nicht. Okay, dann gehen wir doch mal in die Stadt. Ah, und hier gibt es schöne Dinge. Hier gibt es sehr schöne Dinge zu kaufen. Vor allem auf das Gambit-System freue ich mich jetzt. Die Nalbina-Festung. Also die Videosequenzen sind ja schon verdammt schön, muss man sagen, ne? Wahnsinn. Ich könnte mir Final Fantasy XII auch sehr gut als Film vorstellen, muss ich sagen. Also nachdem ich einen Teil der Story erfahren hatte. Aus dem verlorenen Nabudes kommen wir her. Bringen euch Magie ohne Gleichen. Kommt nur her, sonst ist sie weg ohne Wiederkehr. Du kannst mir glauben, Junge. Wir haben unsere ganz eigenen Bezugsquellen. Schau dir nur gut an, was wir zu verkaufen haben. Ja. So, hier gibt es nämlich schon mal erstmal schöne Zauber. Erstmal Blitz. Dann gemacht. Wir kaufen uns natürlich alle, denn wir müssen mit allem eingedeckt sein. So, Necro macht Schattenschaden. Gemach macht, dass wir den Gegner verlangsamen. Blitzschaden, wie man sich denken kann. Defix, Ziele werden fixiert. Auch ein sehr netter Zauber. Vox heilt Stumm. Oh, super. Vox und Atoxi, darauf habe ich mich gefreut. Ne? Toxin und Stumm werden schon mal kuriert. Dann kann ich das nämlich die Magier übernehmen lassen. Oh, 6666G. Das ist was zu bedeuten. Gut. Dann kaufen wir erstmal bei dir weiter. Gefährlicher Technikenhändler. Psst, nicht so laut. Was brauchst du? Hab alles da, Mann. Ja, ja. Analyse. Sehr schön. Das kaufen wir natürlich auch. So. Und dieser werte Herr hier ist der Gambit-Händler. Ja, Gambit-Geschäftsstern. So. Das hier wird jetzt ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, denn ich zeig's euch mal gerade. Es gibt verdammt viele und ich muss gerade mal aussortieren, welche ich alle kaufen werde. Deswegen werde ich hier einen kleinen Cut setzen, ne? Okay, ich zeige euch dann die Gambits danach. Bis gleich. Okay, Leute, ich habe soweit alle Gambits gekauft, die erstmal möglich waren. Leider waren es nicht sehr viele, weil da die Gambits teilweise Preise von 300 Stück pro Stück haben. Und um die Gambits auszurüsten, musste ich gleichzeitig auch am Lizenzbrett ein bisschen was hantieren. Und deswegen habe ich da auch schon Punkte verteilt. Ich werde euch das jetzt mal zeigen. Hier kann man immer jeweils bestimmte Sachen auswählen. Man sieht hier unten links immer, wie viel das kosten würde an Lizenzpunkten. 25 das hier beispielsweise. Momentan habe ich noch 11, also kann ich mir nichts mehr holen. Und ja, das hier sind Accessoire-Gegenstände, die man sich kaufen kann, beziehungsweise die Fähigkeit kaufen kann, diese Accessoires auszurüsten. Hier sehen wir, wenn die Gegenstände nicht grau hinterlegt sind, also wenn die ja in dieser weißen Schrift sind, sage ich mal, dann bedeutet das, wir haben die und können die auch bereits anlegen. So, dann habe ich bei Van halt Accessoire Lizenz 1, 2 und 4 gekauft. 3 hatte ich noch nicht. 4 hat sich halt direkt angeboten, weil wir den Gladiator Harnisch besitzen. Die Willenskraft Lizenz, also bei erlittenem Schaden, füllt jetzt die MP auf. Das hier sind Gambit Lizenzen. Die sorgen dafür, dass wir eine weitere Gambit-Zelle erhalten und halt einen Befehl mehr erteilen können. Die muss ich nach und nach muss ich die alle noch kaufen. Denn mittlerweile wird es komplexer. Fehlen schon ein paar. Ja, dann Magie erzielt größere Wirkung. Oder halt magische Ausrüstung-Lizenz. Also die Wollmütze anlegen. Oder hier Zipfelmütze und Seidenhemd. Magische Ausrüstung 2, 3 bis 4 habe ich dann gekauft. Dann habe ich hier auch die Stocklizenz gefunden für den Sakura-Stock, den wir gefunden hatten. Und ja, ich muss sagen, die Stocklizenz, die macht sich ein bisschen rar. Also hier haben wir Stocklizenz 1.
Da Stocklizenz 2 und da haben wir bereits magische Rüstung 5, 6 und dann kommt erst die Stocklizenz 3. Also, das dauert ein bisschen, bis man die alle zusammen hat. Dann gibt es hier noch die ganzen Schwarzmagie-Sachen. Da habe ich erstmal Schwarzmagie bis Stufe 3 gemacht. Und ja, das war's dann eigentlich bei Van. Wie ihr seht, deckt sich auch immer das nächste Feld auf, nachdem man eins gekauft hat. Also das direkt nebeneinander. Und ja, man könnte auch schon nachschauen, welche Effekte auf den anderen Feldern wären. Allerdings lassen wir das. Das möchte ich schön nach und nach aufdecken. Gut, bei Valtier habe ich bis zur Accessoire-Lizenz 2, die Ausrüstungslizenz auf 3 und bei seinen Gewehren auf Stufe 2 gemacht, bis zur Capella und Vega. Denn bis wir die dritte oder gerade auch vierte erreichen, dauert es halt noch ein gutes Stück. So, Erkenntnislizenz, das Potion von Valtier macht eine größere Wirkung jetzt. Ausrüstung haben wir bis 4. Und er kann die Technik wildern jetzt. Allerdings haben wir die leider noch nicht, deswegen können wir die nicht anlegen. Gegner im kritischen Zustand werden beklaut. Soweit ich weiß, sorgt die Technik auch dafür, dass die Gegner sich halt in diesen Gegenstand verwandeln. Also das bedeutet, sie sind damit auch kampfunfähig. Und wenn das so wäre, wäre ja fantastisch, ne? Ich meine, wenn wir einen Gegner einfach in ein Item austauschen. gut, dann habe ich noch, ja, MP-Bonus-Lizenz füllt bei erteilten Schaden die MP auf, was bei Valtier relativ nutzlos ist, finde ich, da er keine Zauber besitzt. Ne? Aber gut. Das hier habe ich noch gefunden. Das ist Irrlichter und das ist eine Mystic, wenn ich das richtig ausspreche. Das sind Spezialangriffe der Charaktere, die werde ich euch auch noch zeigen, die halt besonders viel Schaden machen. Welche allerdings auch eine Weile brauchen, um die aufzuladen. Wie man das vielleicht aus anderen Final Fantasy Teilen kennt, die Limit Breaks. So, damit könnte man das vergleichen. Ja, dann halt noch 3 Gambit-Zellen. Und das war es eigentlich auch schon wieder bei ihm. Und bei Fran, 3 Gambit-Zellen, 2 Bogenlizenzen, 3x mittlere Ausrüstung, Accessoire-Lizenz auf 4. Die erste und die dritte habe ich mal rausgelassen. Ah, die erste hätten wir vielleicht noch machen sollen. Ah, die kennen wir sogar noch. Okay. So. Und hier, Willenskraft-Lizenz. Füllt bei erlittenem Schaden die MP auf oder füllt bei erteiltem Schaden die MP auf auch. Und Magie-Essenz besiegter Gegner wird den eigenen MP zugefügt. Das mache ich absichtlich bei ihr, denn ja, man könnte sich jetzt fragen, was will ein Waldläufer mit Magie? Allerdings, die gute Fran beherrscht ja Magie. Sowohl Vita als auch Atoxi, Lux, Blitz und Feuer. Ich weiß nicht, was da sonst noch alles dabei ist. Und deswegen tut es ihr halt sehr gut, wenn wir auch die Magie-Punkte mit weiter ausbauen. Und ja, Schnelligkeitslizenz. Der Aktionsbalken wird um 10% schneller geladen. Das lohnt sich ja auch. Und als nächstes habe ich vor, Faustbreche zu leveln. Denn ja, dann hat auch unsere gute Fran bereits ihre erste Mystic. Und die Charaktere, wenn die ihre Mystics erlernen, dann kann man die miteinander verbinden. So, und das, die Gambits, die hatte ich jetzt so gemacht. Also, Van erstmal gegen kälteempfindliche Gegner setzt der direkt Eis ein, gegen hitzeempfindliche Feuer. Ich brauche noch viel mehr Gambits für ihn, denn als Schwarzmagier kann er halt sehr großen Nutzen daraus ziehen. Generell, die Magier sind ziemlich gut mit dem Gambit-System bedient. Bei Valtier habe ich jetzt nichts weiteres noch, außer Gefährten unter 50% Potion einsetzen. Später kommt noch hinzu, dass er einen kampfunfähigen Gefährten automatisch mit einer Phönixfeder bereits wiederbelebt. Und halt die Techniken werde ich bei ihm noch machen, ne? So wie Wildern im kritischen Zustand sofort anwenden. Hier bei Fran habe ich das mit Feuer und Blitz wie bei Van eingestellt. Dann allerdings auch noch Vita, dass sie die Gefährten vorrangig heilt. Und außerdem kommt hier später noch Lux und Atoxi hinzu, dass sie Charaktere, die unter Stumm oder Gift oder sonstigem in der Art erkrankt sind, dass sie diese heilen kann. So, Bash habe ich gar nichts. Ja, und das war's dann erstmal. So, dann seht ihr bei Valtier jetzt diesen Balken, der sich da aufgeladen hat. Das ist der Mystic-Balken. Ich gehe mal gerade raus und suche einen Gegner, dann zeige ich euch das mal gerade. Dann lernt ihr auch die Mystic mal kennen. Da ist ein Wolf. So, ach ne, Mystrons heißen die. Okay. Ja, da Mystic. Und dann Irrlicht einsetzen. Auf Wolf A bitte. So. Das ist dann dieses Special.
So, da kann man durchmischen und die Charaktere ihre Mystics miteinander verbinden lassen. Und dann setzen die sofort nochmal welche ein. Da sieht man unten den Balken, wo die Zeit abläuft. Dann kann man, ich habe das auch noch nicht ganz gecheckt. Da kann man, meine ich dann, werden die Mystics der anderen Charaktere angezeigt. 1096 Schaden, da seht ihr es. Da werden die Mystics der anderen Charaktere dann auch angezeigt, wenn diese die erlernt haben. Oh, Stille erhalten, sehr schön. Und ja, dann kann man die halt immer weiter miteinander verbinden und auf der R2-Taste kann man dann die durchmischen, die hier unten angezeigt werden, falls da keiner mehr davon zur Verfügung ist. Und ja, so kann man das halt ziemlich lange aneinander ketten. Gut, das war's dann erstmal dazu. Das war jetzt verdammt viel Information. Ich hoffe, das war nicht zu viel für euch. Und ja, ich hoffe doch, die Folge hat euch gefallen. Ihr schaltet auch zum nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Final Fantasy XII, The Zodiac Age. Ciao, ciao, euer Phoenix.